Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Minecraft, die wir zusammen mit Let's Brody. Hi. Brody ist gerade sehr am Verzweifeln, der versucht hier nämlich gerade ein Lager einzurichten. Oder er richtet gerade ein Lager ein. Gut, dann wird die DNA. Das sortieren wir mal. Ist es fest so, dass die braunen Landtiere sind? Wenn die. Nee, glaube nicht. Das wäre sonst ziemlich praktisch, wenn halt nur Blau Wasser und Grün Flut. Ne, das wäre Insekt. Bläh, genau, meine ich, Insekt wäre. Also praktisch wäre es schon noch. Ich weiß nicht, welche unserer Brauen hier nicht vielleicht doch ein. Bei den Skarabäus. Ah. Ja, das liege ich an der extra Küste. Ja, jetzt ist die Fackel hier im Weg, ne? Ja. Ein T-Rex zähmen wäre natürlich nicht schlecht. Gut, dann kann ich die hier oben abreißen. So ist das okay. Ich werfe die Materie rein. Ja. Sechs Lama-DNA, Alter. Ist das ein Bullshit? Wo habe ich jetzt den Tier hingetan? Ach, den habe ich da liegen lassen. Ich hab schon einen durchgeworfen. Da ist schon ein Teerfossil drin. Was kommt? Aber ich weiß nicht, was wir mit dem Teerfossil jetzt machen. Warum ist es nochmal in den Analyzer rein? Ah, achso, was für das jetzt praktisch wäre. Ah, ne, Trichter gehen ja nicht nach oben, schade, oder? Nee, glaube Also, nicht. soll ich einfach mal die Hälfte von 50 reinhauen? Vom Teer? Oder. Ja, einfach mal die Hälfte. Obwohl, für was brauchen wir das sonst? Für was brauchen wir die denn sonst? Ja, eben. 25 haben wir im Fall noch. Ich habe vorerst mal für nichts, weil ich glaube, da bräuchten wir sonst noch andere Sachen. Da hängen wir noch eine Fackel auf, bevor uns hier die ganze Bude um die Ohren fliegt. Ja, Elasmutterium-DNA, was bist du? Bin gespannt, ich bin gespannt. Oh, wow. Elasmutterium. Elasmutterium ist eine Gattung der Nashörner, die im Piozian und Pleistozän im nördlichen Eurasien vorkommen und zur Gruppe der Nestorie gehört, einer Form von Nashörnern mit der Regel nur einem Horn. So war das jetzt so ein. Oha! Er ist frisches Nashorn. Ja, das sind diese Dinge mit diesen Riesen, also wirklich Riesenhorn. Ah, Was keinen Sinn macht, wie das existieren konnte. Aber das ist eher ein Winterding schon, ne? Ja. Ja. Nein. LOL, Das ist noch eins. diese Zeitspanne von
Diese Zeitspanne mit den Teer-Fossilen ist ja Eiszeit. Ich hab grad noch eins bekommen, Kelenken. Oh mein Gott. Kelenken ist ein Riesenvogel, so größer als ein Mensch. Was brauch ich? Milch und... Aber wir brauchen, was wir auch noch unbedingt brauchen, ist halt Ding. Ach so. Das heißt doch Mega. Ich brauch noch unbedingt Ding. Megalania heißt das, mein Gott. Ah, das ist jetzt schwer zu unterscheiden, denn die Eisviecher haben dasselbe Blau und dieselbe Form wie das Wasservieh. Ja, das müssen wir dann eh alles später nachgucken, bevor wir das dann breeden. Und nochmal. Oh mein Gott! Wir haben eine Megalodon-DNA bekommen. Ja, moin, Alter. Was haben wir denn jetzt für ein Glück? Ey, das wird ja immer besser, Mann. Achso. Warte, woher habe ich die Axt? Die habe ich dazu geworfen. Oh, nice. Ich glaube, 3 Effizienz, 4 Axt. Ah, vulkanischer Stein nur noch. Obwohl, eins sollte noch drin sein, glaube ich. Ja, vulkanischer Stein, wow. Nice, ey. Wir haben schon Fett. Es läuft, ist schon in Anführungsstrichen. Wir haben eigentlich so gut wie noch gar nichts erreicht fürs Projekt gesehen. Ja, ich will jetzt bald mit dem Gehege bei Anfang sogar. Was? Wir haben noch niemanden ein Haus. Ja, bald. Bald. Als erstes kommt natürlich das Haus. Also bald. Ich hab morgen verstanden. Ach so, nein. Wie hast du da morgen verstanden? Deswegen war ich so ein bisschen verwundert. Ich reiß mal unser Typen vom Haus ja. Auf dem Dach ab. Stellst du mal vom Haus. Ich produziere gerade ein bisschen Bio-Gur, damit wir da dann mal wieder ein bisschen was breeden können. Ja. Yeah. Der Bro steht jetzt am Strand. Ja, ich sehe ihn. Stell dich mal, drück mal am Strand tab, Alter. Es ist ja wunderschön. Das ist ja nice. Oh, komm, lass kurz pennen gehen. Jo. Nice. Okay, Zeug in Ordnung. Das kommt schon mal darüber. Woher habe ich jetzt Schnee? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, keinen Schnee mehr habe ich mitgebracht. Ja, Sand haben wir auf jeden Fall genug. Und. Für dich oder für Allgemeinheit? Baumehl. Wo ist Baumehl? Da ist Baumehl. Okay, ich habe 4 Stacks Trockenbeton. Sollte reichen. Was den, wo wir hier noch haben? Ach Gott, Mann, warte mal. Ey, willst du mir kurz deine FV4 Spitzhacke leihen? Ich bin gerade nicht zu Hause. Okay, dann machen wir das später. Ich war mich mit den 4 Stacks nach oben und lasse da Wasser drauf kippen. Ich glaube, die einfachste Variante, um da jetzt den Beton rauszubekommen. Ja? Jetzt los. Schon wieder fliegen oder was? Ich bin auf den Zaun gesprungen, also auf den Teppich von dem Chocobo-Gebäude.
Boah, Alter, warte, hat's denn der Version schon den Lytren gegeben? Schon, ne? Den was? Lytren. Gab's die Version schon? Lytren gab's schon, ja. Alter, was leckt das denn jetzt die ganze Zeit? Ja, wir müssen den Enderdrachen besiegen. Ach, weil die Web gerade neu laden muss. So, jetzt. Ich freue mich schon auf den Moment, wo wir mit unseren Elytren in unserem Park fliegen. Ey, ich hab die ganze Zeit Ruckler, was ist denn das? Was knapp? Ich glaube, ich baue gerade Sand ab, kann sein, dass ich das bin. Ah, okay. Ja, vielleicht habe ich irgendwo im Hintergrund was offen. Leute, hier ist ein Dorf! Aber dann würde ich sagen, das war's bitte. Auf der Insel, wo du immer Sand farmen gehst. Als ob. Okay, aber dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und bleibt dran. Bis zur nächsten spannenden Folge von Minecraft Jura. Und tschüss. Tschüss. So, ich lese jetzt kurz.